Search ist heute das Thema. Wir haben vor ein paar Monaten mit diesem Smart Voice Panel angefangen, Internet of Voice aus Köln. Seit 2016 beschäftigen wir uns mit Sprachassistenten und sind ein Start-up sozusagen. Ja, wir programmieren eine Schnittstelle. Das ist unser To-Do. Wir sind keine Agentur. Und auf diesem Wege bin besonders ich, Robert Mendes, halt eben auch viel unterwegs, halte Vorträge, schreibe Artikel, auch in der Printpresse. Jetzt vor kurzem in der CT auch wieder was rausgekommen. Ja, und dieser Smart Voice Panel haben wir uns mal angedacht, dass wir immer so ein paar Leute, die so ein bisschen vielleicht aus verschiedenen Richtungen kommen und mit Sprachassistenten und Smart Voice was zu tun haben, dass wir mal die Köpfe zusammenstecken, weil es gibt da ja noch ganz viel zu lernen und zu machen. Und jeder hat andere Erfahrungen, jeder bringt neue Ideen mit, neue Erfahrungen. Und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass der Sammy heute hier ist. Und der andere da, der Raphael. Ja. Ja, okay, legen wir einfach mal los. Thema ist Voice Search. Grundsätzlich sollten wir uns natürlich ein bisschen vorstellen. Ich habe mich ja quasi schon ein bisschen vorgestellt. Ich spiele den Ball jetzt einfach mal nach Sammy. Sammy, wo kommst du her? Was machst du? Wer bist du? Welche Schuhgröße hast du? Schuhgröße 42, ein halb. Ja, wer bin ich? Also, ja, Sammy Zimmermanns, bin jetzt 41 Jahre geworden, habe zwei Kinder, wohne aktuell in Dresden, komme ursprünglich aus Moers, das liegt so bei Duisburg, und bin seit 2011 selbstständig, halt als Online-Marketer, und beschäftige mich auch seit 2016 jetzt intensiver mit Alexa-Programmierung und halt mit der Voice Search. Und ich muss die mal leise stellen hier, die steht hier direkt nebenan, sonst reagiert die immer. Ja, was mache ich so? Ja, also ich entwickle halt jetzt Skills und ja, bin jetzt hier mit in dieser Runde. Fehlt noch irgendwas Was an Infos? sind das für Skills? Also sind Also, komplexe, große Sachen oder eher so einfache? Das geht tatsächlich von super einfach. Ich glaube, die meisten haben wohl mit so irgendeinem Fact-Skill angefangen. Irgendwie irgendwelche zufällige Fakten zu irgendwelchen Themen rausgegeben. Damit habe ich irgendwie angefangen. Und daraus ist dann irgendwann mal die Bierflasche entstanden. Das ist eigentlich ein recht populärer Skill, meiner Meinung nach. Und auch so, was die Statistiken so sagen. Also zumindest immer zu den Feiertagen habe ich da immer so einen Peak, ob das jetzt Ostern ist oder Weihnachten, geht das immer irgendwie steil bergauf. Und ja, das sind halt so einfache Geschichten. Und ich arbeite jetzt an etwas komplexerem. Das ist ein Kalorienzähler, der ist auch schon online, wird aber sukzessive erweitert und ist quasi so eine Art, ja, Aktivitäts- und Kalorien-Tracking-App. Halt, was man früher auf dem Handy gemacht hat, kann man jetzt per Voice sagen, hier, Alexa sagt den Kalorienzähler, ich habe gerade ein Bier getrunken oder so, oder Cooler Use eine Case. Stulle gegessen, und dann sagte, jo, hat jetzt so und so viel Kalorien, ist notiert. Und dann kannst du auch fragen, ja, wie viel habe ich gegessen, wie viel habe ich verbraucht. Also, es ist schon was komplexer von der Berechnung her, und Okay, ja. aber kommen tust du aus dem Marketing, aus dem Ich Marketing-Bereich? komme ursprünglich aus dem, ja, Online-Marketing, genauer gesagt Suchmaschinenoptimierung, also ja, und bin halt eigentlich auch Blogger. Also ursprünglich habe ich, also ganz, ganz ursprünglich habe ich als SEO-Blogger angefangen mit dem Benado-Blog. Also benado.de, das war so der erste, so 2006 oder so. Das, ja. Alles klar. Ich spiele den Ball mal nach Raphael. Ach, Entschuldigung, Sami, du sitzt wo? Du sitzt in Dresden, hast du Ich gesagt, bin ne? jetzt in Dresden, Alles genau. klar. Okay, Raphael, bitte. Ja, hey, Raphael Schad. Ihr habt das Unternehmen Digital Souls gegründet und beschäftige mich mit Digital Souls nicht wie die Agenturen eben mit dem Entwickeln von Skills, sondern so mit der Business-Seite des Ganzen. Ja, ich versuche die Marketing-Aspekte aufzuarbeiten inhaltlich und baue auch für mich so Prototypen für Skills. Bin selbst Nebenfachinformatiker gewesen, also ich verstehe die Technik eigentlich meist ganz gut, was dann aber ganz gut ist, wenn man mit den Business-Leuten drüber reden muss, aber bin nicht gut in der Programmierung und habe deswegen irgendwann gemerkt, hey, wenn du dich in diesem Feld irgendwie bewegen willst, gab es bislang immer zwei Möglichkeiten. Man entwickelt ein Produkt wie Robert,
oder wie Sami, man entwickelt Skills. Und ich begebe mich mal auf die Infoproduct-Ebene für Marketer. Und wir sind gerade dabei, unseren Kundenstamm aufzubauen, beziehungsweise wir sammeln fleißig Leads und beschäftigen uns mit Themen. Ja, haben eigene Projekte, die wir hier und da so ein bisschen anprobieren. Und dadurch, dass sich gezeigt hat, immer wenn wir ins Gespräch kommen mit unseren Kunden, dass sie besonders sich im Thema Voice Search interessieren. Das heißt, die meisten Leute sind, mit denen ich Kontakt habe, die sind gar nicht so tief in dem Voice drin. Ja, also da sind, ich sage mal, Techies wie wir reden auf einer Ebene, da wissen die gar nicht, wo die anfangen sollen. Also das ist What's in for me, wir reden eine ganz andere Sprache, die checken es überhaupt nicht. Und mir ist es auch immer wieder komplett, also wir heben uns so ein bisschen ab von der restlichen Welt da draußen, die schlussendlich für ihre Business irgendwann auf Voice landen sollten. Und um eben in diesem Loch ein bisschen zu kommunizieren, ein bisschen zu erklären, bin ich dabei, verschiedene oder haben wir schon Infoprodukte aufgebaut, beziehungsweise sind dabei, weitere aufzubauen. Und ja, es wird auch in Richtung Buch, Hörbuch. Wir denken in ganz viele Richtungen, um einfach dieses Gap zu schließen zwischen den Techies, die im Grunde viel mehr können als ich in Voice. Ich gebe mir da immer Mühe, dabei zu bleiben und so. Und deswegen versuche ich auch immer viel, viel selbst auszuprobieren und zu machen. Und auf der anderen Seite eben die Business-Seite, die immer ganz, ganz abgekürzt wissen wollen, hey, wann kriege ich damit welchen Umsatz hin, so ungefähr. Ja, die interessieren sich gar nicht für die Technologie eigentlich. Die interessiert sich gar nicht für die revolutionäre Bedeutung von Voice. Und da hat sich eben herausgestellt, dass dieses Voice Search was ist, was sie sehr schnell verstehen. Sie verstehen es nicht, aber sie glauben es zu verstehen sehr schnell, sagen wir mal so. Ich will gefunden werden. Ich will mit meinem Unternehmen gefunden werden. Und da versuchen wir halt eben möglichst viel Verständnis quasi auf Seiten des Business herzustellen. Ja. Ja. Wo sitzt du? In welcher Stadt? Ich sitze gerade in Pervoja in Larnaca, wo ich beheimatet bin. Ich stamme also in Zypern. Ich stamme aus dem Westerwald, habe da mal eine Weile in Mainz rumgewerkelt. Der Liebe wegen bist du nach Zypern gegangen? Der Liebe wegen bin ich nach Zypern gegangen. Der Liebe, Sonne und Strand und ja, wenn ich mich andersrum drehen würde, könntet ihr das Meer sehen, aber das wollte ich euch mal der Optik wegen meines Bildes verheimlichen. Okay. Genau. Bist du immer auf Zypern oder bist du so ein digitaler Nomade? Weder noch. Okay, also ich bin zwar immer so ein bisschen der Moderator, ich versuche das ein bisschen zu führen, aber gerne dürft ihr da zwischenhacken. Ich möchte, wenn es geht, die Diskussion haben, auch gerne gegensätzlich, wir dürfen uns auch streiten. Also, weil nur wenn Fragen gestellt werden und wenn man Regeln durchbricht, kann man ja etwas verändern und lernen. Und deswegen, also nicht immer so von wegen, ja, finde ich toll und stimmt ja alles, ne, sondern auch wirklich mal hinterfragen. Das ist auch einer meiner Eigenschaften, dass ich immer so ein bisschen böse bin. Deswegen mögen mich vielleicht auch nicht alle. Aber nur so kommt man ja irgendwie weiter. Ja? Und meine erste grundsätzliche Frage an euch, wenn jetzt ihr auf ein Unternehmen zugehen müsstet, ja, und ihm erklären müsstet, warum die jetzt unbedingt Voice Search machen sollen, wie würdet ihr das tun? Ich fange einfach mal an. Ja. Grundsätzlich muss man erstmal wissen, wie ist das Unternehmen tätig? Ja, muss das Unternehmen erstmal lokal offline gefunden werden? Das ist das eine. Ja. Handelt das Unternehmen irgendwie mit Informationen? Ist eine andere Frage. Das heißt, wenn ich irgendwie Informationen verkaufe oder Expertenstatus sein will, ich will zu bestimmten Themen die Meinungshoheit haben. Ich bin da irgendwie, ich habe einen umfangreichen Blog oder ich habe, keine Ahnung, eine Nachrichtenseite oder wie auch immer. Ich deal mit Informationen. Dann ist es spannend, inwiefern diese Informationen eben auf Voice verfügbar sind. Und ansonsten bin ich ein digitales Unternehmen. Kann ich meine Produkte, sind die so weit standardisierbar, dass die eventuell auf Voice auch findbar sein sollten? Okay, das sind jetzt alles so Kriterien, nach denen du bewertest, so als Fachmann. Aber, genau. Aber wie würdest du dem Unternehmen denn jetzt sagen, du musst jetzt was machen?
Wie sagst du denen das? Naja, also du kannst argumentieren mit den Suchanfragen, die voraussichtlich per Sprache getätigt werden. Das ist ja, Google gibt es ja immer nicht so ganz preisen. Call Mom oder was ist das Kriterium, um rauszufinden, wie häufig etwas per Sprache gesucht wird? Ja, ja, und was ist, wenn, also das heißt, du gehst so auf die Reichweite. Du sagst, ja, du kriegst mit Voice Reichweite. Da würde ich als Unternehmen doch sagen, aber die habe ich doch jetzt schon online. Na gut, also wenn man annimmt, dass die relative, nicht nur die relative, sondern auch die absolute Reichweite abnimmt, dadurch, dass Voice zunimmt, ist das eben nicht so. Ja, also mir geht es ja jetzt schon so, die Sachen, die per Sprache eben findbar sind, suche ich per Sprache. Und eben zu tippen viel zu langweilig wird, viel zu umständlich wird. Wie argumentiere ich da? Ist Reichweite dann das einzige Argument? So von wegen, ja, du kriegst dann Reichweite, die du woanders... Geschwindigkeit. Du hast anderen Kontext. Also auch immer die Frage, wie soll dein Unternehmen im Auto erlebbar sein? Ja, willst du auch gefunden werden in Situationen, wenn du dein Kind auf dem Arm hast? Es gibt natürlich behinderte Menschen, ältere Menschen, die ansonsten überhaupt nicht die Möglichkeit haben, irgendwie zu suchen, die vielleicht ihre Hände nicht bewegen können oder mit den Interfaces nicht klarkommen. Sammy, du atmest gerade tief. Liegt dir was auf der Zunge? Nö, ich höre erst mal zu. Okay, also hack ruhig rein, ja? Also ich will schon provozieren, ihr sollt schwitzen. Ja? Ja, und dann, genau, das sind so die Aspekte. Also man hat natürlich das auf der einen Seite ist es schneller, bequemer, bla. Dann hast du die Zahlen, es wird mehr. Dann muss man aber auch gucken, was passiert schlussendlich. Ja, also einfach Reichweite, von welcher Reichweite reden wir, Robert? Weil wenn man jetzt einfach sagt, nehme ich jetzt Alexa, nehme ich jetzt Google, nehme ich jetzt Siri. Ich denke, in den meisten Bereichen außer Local Search können wir Siri mal außen vor lassen, weil es einfach nicht relevant ist für Sprachsuchen. Ich meine, ich kriege idealerweise auf einem Bildschirm eine Liste von den 5 höchsten Google-Einträgen, ole ole. Das ist jetzt nicht sonderlich Voice Search getrieben. Auf der anderen Seite, wenn ich Google Home habe, okay, gibt es die Featured Snippets. Aber wie kriege ich sie auf meine Webseite? Ja, was hilft mir der Traffic eines Featured Snippets tatsächlich, der mir auf dem Google Home vorgelesen wird? Ja, das heißt, da ist vielmehr so ein bisschen die Sache, wie integriere ich mich in die Portale, um den Traffic für mich nutzbar zu machen? Ja, also es ist das eine, die davon anzufixen, hey, ihr habt weniger Traffic, der wird runtergehen, wenn ihr euch nicht darum kümmert. Auf der anderen Seite aber müsst ihr euch gleichzeitig Gedanken darum machen, wie ihr den eben auch nutzen könnt. Ist denn das beweisbar, was du gerade sagst? So von wegen, der wird runtergehen? Also wenn ich jetzt auf so Statistiken der Portale gucke, würde ich sagen, nö, da ist mir Voice Search ziemlich egal. Also, welcher Portale meinst du jetzt? Welcher auch immer. Also es gibt ja alle möglichen Internetseiten, Shops, irgendwas. Und ich persönlich bin ja Berater, sag ich mal, auch für Online-Portale. Und da hat sich Voice bisher nirgendwo merklich ausgewirkt. Also... Das liegt einfach daran, dass es einfach noch total in den Kinderschuhen in Deutschland steckt. Also ich denke, das Thema Voice Search wird auch erst für viele Marketer auch wirklich erst interessant werden, sobald die ersten Entwickler oder Unternehmen auch tatsächlich InScale-Umsätze macht, also InScale-Purchasing, was ja irgendwann mal kommen soll jetzt auch in Deutschland. Da warten wir ja noch drauf so ein bisschen. Aber dafür ist doch die Nutzerschaft noch gar nicht groß genug, oder? Also die neuesten Zahlen, die ich so im Kopf habe, waren irgendwie bei 8 bis 9 Millionen. Das ist ja schon so irgendwie Kleinösterreich, ne? Sehr schön gesagt. Und ja, wie soll ich sagen? Ne? Also Österreich gibt es ja auch Unternehmen, die Geld verdienen. Okay, also vom Volumen her jetzt gesehen. Ne? Also, gut, aber du bist jetzt auch bei den Skills. Also das heißt ja, dass jedes Unternehmen, genauso wie es heute eine Webseite hat, dann auch ein Skill hat oder eine Action. Das wäre zumindest ratsam, weil sich nur auf einem Feature-Snippet im Google auszuruhen, halte ich für den komplett verkehrten Fehler. Weil wenn ich schon eine Interaktion mit dem User haben kann, dann soll ich die doch mal am besten auch in der Hand nehmen und nicht irgendwie ein Unternehmen wie Google jetzt überlassen, wie es quasi dann das Snippet darstellt. Also die werden ja mittlerweile auch gemixt mit irgendwelchen Bildern von anderen Anbietern und dann der eigene Content und dann ist er weg, da habe ich ja nichts von. Das heißt, du sprichst davon, dass quasi der Touchpoint dann auch befriedigt werden muss, nämlich der Touchpoint-Sprachassistent.
Und definitiv. Und ich sehe das ja auch, wenn ich für Kunden arbeite zum Beispiel. Ich habe auch schon ein paar Skills für Kunden gemacht. Und ein interessanter Skill war jetzt hier irgendwie, das war halt für sehr beratungsintensives Produkt, also im Health-Bereich, sage ich jetzt mal. Und da erwarten die Leute da auch immer so eine Art kleinen Dialog auch, ne, um auch nachher die richtige Produktentscheidung treffen zu können. Und für solche Themen bietet sich das unheimlich an. Also jeder, der irgendwie ein beratungsintensives Produkt hat oder eine Dienstleistung hat, der sollte hier eigentlich schon jetzt ja, vorbereiten und schon erste Erfahrungen sammeln mit Skills, auch wenn es noch nicht wirklich ja, messbar ist für den Marketer. So richtig. Ne? Also wenn es aber nicht messbar ist, heißt das für mich als Unternehmen ja eigentlich, kann ich mir ja noch Zeit lassen. Nee, eben nicht. Es ist auch, manches ist ja durchaus auch messbar. Also ja. was ich ziemlich unterschätzt finde, ist so ein bisschen dieses von Fragen aus in Skills zu kommen. Ja, Discoverability ist immer so eine große Frage. Ich weiß, ich glaube, ich habe letztens ein paar Fragen durchgetestet und bin bei Was ist Digital Marketing? Vermutlich über den Can Fulfill Intent oder so entsprechend in einem Digital Marketing Skill gelandet und war so, wow, ich dachte so, wow, das ist was Riesiges, ja, also wenn du das, also die Frage ist überhaupt, geht die Suchanfrage überhaupt an irgendeine Suchmaschine, jetzt Bing zum Beispiel im Alexa-Fall, ja, oder greife ich die vorher ab? Und deswegen, Sami, wir sollen uns zwar kritisieren, aber ich gebe dir absolut recht insofern, als dass wenn man Voice Search wirklich ernst meint, landet man bei nativen Voice Apps. Einfach, weil da es am leichtesten ist, was mit dem Traffic zu machen und weil da der meiste Traffic reinfließen wird, weil es das eben das erste Layer ist, was die ganzen Abfragen abfängt. Ja? Nee, das erste ist das zweite. Du hast so eine bestimmte Betriebssystemebene, das, was Amazon und Google an Fragen, an Anfragen jetzt abschöpft. Und danach hast du die nächstgrößte Gelegenheit, wenn du dein eigenes Skill, deine eigene Action hast. Und anschließend geht es dann erst weiter, ja, keine Ahnung, wird vielleicht eine Suchanfrage an die Suchmaschinen gestellt und schaffe ich es dann vielleicht irgendwie meine Ausgabe mit dem Titel meiner Webseite zu haben. Ole, ole, Featured Snippet. Native Voice Apps, schönes Schlagwort an der Stelle, weil ich habe mir ja das Internet quasi schon ausgelesen, was Voice Search angeht sozusagen, ja, im Englischen wie im Deutschen. Und davon ist auf allen Empfehlungen von allen SEO-Ranking-Experten-Vermarktern nie die Rede. Da korrekt, ist, die haben, da ist dieses Loch, ich sag's immer wieder, da ist die SEO-Leute, ja. Die sind, keine Ahnung, die sind in ihrer SEO-Welt und die Voice-Leute sind in ihrer Voice-Welt. Also, und genau. Dazwischen passiert nichts. Das fand ich nicht dieses Jahr, letztes Jahr, ich bin ja eigentlich SEO, ne? habe ich mal ein Recap von. mein 2018er Recap, der hat genau das gesagt, ne? Da habe ich eigentlich mehr oder weniger über die Betriebsblindheit der SEO-Szene geschrieben, was Voice Search angeht. Ne, wenn dann Markus Tandler in der Keynote oder irgendwie in einem großen Vortrag dann irgendwie stolz daherredet, dass er halt 2 Wochen irgendwie ein Featured Snippet bekommt, aber dann keine Antwort auf die Frage hat, ja, was machst du dann mit dem Traffic, der dann nicht mehr auf die Seite kommt, dann tut es mir leid. Also, und dann nur irgendwie ankommt, ja, das ist ja nur Branding und das sollte man ja nicht unterschätzen, klar, ne? Aber das ist irgendwie auch eine vertane Chance. Und Voice Search ist halt in dieser SEO-Welt wirklich noch komplett, ja, undercover. Also es gibt ja wenige, die sich damit beschäftigen. Ich gehe sogar eigentlich, zum Beispiel, der abgesagt hat, der ist einer von den Guten. Ja, ich gehe sogar eigentlich noch einen Schritt weiter und sag dann gerne irgendwie nach dem Motto, ja, deine Website wird komplett an Relevanz verlieren. Warum betreibst du überhaupt noch deine eigene Website und gehst nicht nur noch auf die Portale? So ungefähr, ja, weil kein Mensch wird sich mehr auf deiner Website verirren. Und irgendwie wird auch Google voraussichtlich die Informationen nur noch so lang von deiner Website ziehen, wie es das unbedingt für nötig hält. Das ist ja eigentlich auch nur ein Zwischenschritt, ja. Die wollen ja alle das alles bei sich behalten, ja. Gut, ich habe euch gehört, trotzdem immer wieder, wird. Also ich auch in sämtlichen Magazinen, ich habe auch schon inzwischen viele Artikel geschrieben, in denen ich mittlerweile versuche, überhaupt gar keine Zahlen zu nennen, weil ich immer nur lese, wird.
Aber das ist ja noch nicht so wirklich greifbar. Wo also, mache ich es den Unternehmen greifbar? Ja? Also das Schöne wäre jetzt gewesen, wenn der Claudius hier gewesen wäre, der hat ja so eine, gerade eine Studie am Laufen, wo dann mehr Fakten reinkommen würden, wenn, ja, haben wir auch wieder so ein Konjunktiv hier mit dabei. Das wäre schade, deswegen sehr schade, dass er nicht dabei ist. Er könnte uns bestimmt schon einiges erzählen. Also ich kann immer nur so aus dem Nähkästchen plaudern, durch eigene Beobachtung, eigenes Umfeld. Das ist natürlich nicht total unrepräsentativ. Wenn ich da allein an meine Kinder denke, ich meine, ich habe hier überall irgendwo so ein Echo stehen und die suchen gar nicht mehr über Google großartig. Meine Tochter, ja, auf YouTube ist sie, aber nicht bei Google. Und ansonsten, wenn sie eine Frage hat, stellt sie Alexa und Alexa beantwortet meistens ihre kindlichen Fragen dann auch immer zur Zufriedenheit. Und, ja. Ja, das ist auch zum Beispiel Bestandteil meiner Vorträge, indem ich auch den Leuten vom Kopf knalle. Ja, schaut euch doch mal die Actions und Skills an. Wie viel Prozent dieser Actions und Skills benutzen deine Suchmaschine? Fast keine. Nee. Also. Ja? Das heißt, diese In-Skill-Geschichte, ja, dass innerhalb dieser Skill- und Actions-Welt, innerhalb der Sprachanwendungen sich gegenseitig aufgerufen und gesucht wird, ist ja eigentlich eine eigene SEO-Welt. Richtig. Ne? Also eine Voice-Search-Optimierung, wie man das auch immer nennen möchte. Eine, ne? Voice-Web. Ein Voice-Web. Ein Voice-Web, ja. Und dort jetzt, sag ich mal, Ranking-Faktoren zu platzieren oder rauszurechnen. Gibt es sowas schon? Weil das wäre doch interessant, wenn dann jemand kommt. Stimmt, okay, das stimmt. Wenn ein Unternehmen daherkommt und sagt, ja, wenn ich einen Sprachassistenten, wie kann ich denn da gefunden werden, wenn ich jetzt nicht im Internet bin, sondern nur in dem Sprachassistenten? Also du meinst das Discoverability von beispielsweise Alexa Skills? Es gibt, es gibt einen Anbieter in den USA, der vergleicht tatsächlich Skills, der nennt sich Dashboard. Dashboard.io. Kennt ihr das schon? Nein, sagt mir nichts. Nee. Also das habe ich bei mir, das ist einmal ist es ein Tracking-Tool. Man kann quasi, also ist überhaupt nicht DSGVO-konform eigentlich. Das ist total, das haben die noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, sagen wir mal so. Also Hat auch heute noch keiner. Im Geiste DSGVO wäre das ein Albtraum für viele, weil ich ja dann tatsächlich die Leute sehen könnte, okay, so nachvollziehen kann, was haben die da quasi gesagt oder ja nicht wortwörtlich, aber ich sehe halt wirklich in diesem Dashboard.io wirklich, welche User-ID hat jetzt mein Skill gestartet, was hat der gesagt oder welcher Intent wurde aufgerufen, was hat Alexa dem gezeigt, also die Karte wird mir angezeigt und die Antwort. Ich nutze das unter anderem auch hier, um irgendwelche Äußerungen zu tracken, die ich noch nicht im Skill habe, also um halt meine Slot-Types zu erweitern. Ich glaube, der Raphael schreibt gerade mit, glaube ich. Ja, ich will mir mal die Notiz machen, das mal nachgucken. Ist das also Dashboard.io ist es genau wirklich so, ein geiles Teil. Genau so wünsche ich mir das, genau so muss es sein, super. Und da gibt es halt eine Pro-Version davon und in der Pro-Version, da hast du wirklich alle Insights, was die Voice Analytics, die du haben willst, woher kommen die, was machen die und was sind das für Leute, also von demografischen Analyse hast du dabei und du hast natürlich auch eine Art Skill-Tracking in der Kategorie auf im Alexa Skill Store. Ne? Wie sind da die Bewertungen? Wie hoch? Genau. Wie hoch rankt was oder wie ein Skill? Genau. Wie ist das Ranking im Alexa Skill Store und wie sind da die Bewertungen halt? Ich gucke gerade mal irgendwie. Okay, aber sind aber für den US, um den US Store nur oder? Das ist halt oft immer das Problem in der deutschen Szene. Und vor allem, auf meine Frage zurückzukommen, sind davon Ranking-Faktoren ableitbar? Naja, man kann halt nur ein indirektes Ranking dann quasi dort bilden, halt wie Kommentare, Anzahl der Kommentare, Bewertungen und dann natürlich dieses Kategorie-Ranking hast du dann, ne? Aber du hast dann halt nicht wirklich, wie gesagt, Voice funktioniert halt nicht wie so eine Bildschirmsuche. Ne? Du hast halt direkt einen Dialog und das liegt eigentlich auch mit so einem Kanal zusammen. Also der auditive Kanal, der ist relativ schnell überfrachtet, wenn zu viel Informationen reinkommen. Das ist halt so. Da sind wir halt mit den Augen viel, viel aufnahmefähiger. Insofern frage ich mich auch, ob das da überhaupt sinnvoll ist, da von Rankings zu sprechen.
Naja, gut, ich meine, was der Ja, Sprachassistent also. mir ausgibt, muss ja irgendwo kategorisiert oder einsortiert worden sein, ne? Weil er kann mich ja nicht mit einer Liste schlagen, wie jetzt Google mir so eine Seite mit 10 Punkten ausgibt, ja, sondern es können ja nur ein, zwei, drei Punkte sein, die der Naja, Sprachassistent also mir ausgibt. Das muss ja an irgendwas bewertet worden sein. das Schöne an einem Alexa-System oder Amazon Echo-System ist ja, die sind so extrem transparent, was ihr Ranking betrifft. Also man kann ja das ja wirklich nachlesen, wie sie es bewerten. Wo Google immer so ein großes Geheimnis rummacht, da haben die es mal eben dokumentiert in ihrem Alexa-Blog über den Hype-Rank. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, den Artikel. Hype-Rank, also das ist halt sehr technisch und Ja, ich meine, momentan ist alles sehr technisch, was digitale Sprachassistenten angeht, ne? Da ja. sind da ja, da haben wir noch ganz viele Baustellen außerhalb des Technischen, ne? Und die Technikbaustelle an sich ist ja auch noch selbst sehr, sehr groß. Da ist ja noch viel zu tun. Ja. Eben. Aber nochmal auf dieses Ranking und Discoverability im Skill Store, so Vergleich mit Google-Suche und so. Ich denke, wenn du jetzt auf Google eine Anfrage stellst, dann hast du im Durchschnitt wahrscheinlich 100 Millionen Seiten, die auf den Suchbegriff irgendwie findbar sind. Und jetzt ist überhaupt die Frage, gibt es überhaupt einen Eintrag im Skill Store dazu? Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Das Unterschied, ist ja, ja inwiefern ich dann gerade überhaupt ein das. Ranking brauche. Genau, Ja, das also, ist ja oder ob gerade ich. das Geile. Das ist ja gerade das Ja. Geile. Das ist ja gerade die Chance. Also alle regen sich auf, ja, die sind ja alle noch so strunzdoof, die Geräte. Ich freue mich dann jedes Mal, weil ich sehe da Ja. irgendwo eine Chance, wo man mal eben schnell noch einen Platz besetzen kann. So wie in den Anfangszeiten beim Smartphone. Ne? Also deswegen sage ich auch jetzt, obwohl wir immer noch von wird und wird irgendwann mal reden, ist es jetzt die Zeit, wo man da dabei sein muss. Um es dann halt relativ ja, später leicht zu haben, ne? Leichter zu haben, wenn wirklich alle wieder auf den Zug aufspringen wollen. Ja gut, ich meine, die Nutzung der Sprachassistenz oder der Sprache in der Interaktion mit Maschinen, keine Gerätekarte oder kein System wurde von der Menschheit bisher so schnell adaptiert wie das, auch das Smartphone nicht. Ja? Eben. Und das zeigt ja die Barrierefreiheit und auch die Attraktivität dieses Kanals. Auch wenn natürlich diese kleinen Quatschdosen bei schon etwas, auch nur etwas komplexeren Dialogen schon sofort versagen. Aber einfache Sätze, Anweisungen, Fragen, Ja, das liegt an Antworten. uns. Ne? Das liegt an uns, ja. Das liegt an Genau. uns, Robert. Das müssen wir besser machen. Ja, Genau, eben. Das ist genau. die große Aufgabe. Ne? Und Ja. da ist es dann einfach auch zu sagen, was funktioniert denn nicht? Denn das, was nicht funktioniert, das ist das, was wir besser machen müssen. Das, was schon funktioniert, sollte uns eigentlich gar nicht mehr interessieren. Das sollte uns langweilen. Ja. Ne? Ja, und was ich auch noch so Discoverability mega wichtig sehe, ist das Erklären. Weil wir haben halt eben so ein. Wie soll ich das sagen? Wir haben so einen Hype hinter uns mit Alexa, das kennt jeder. Jeder hat da irgendein Bild und keiner will mehr da was von hören. Ja, ist irgendwie so ein Privacy-Grab oder ich weiß nicht, jeder hat irgendwie so eine Vorstellung davon. In den USA sieht man es in Super Bowls. Wie war das jetzt beim letzten Super Bowl? 3 oder 4 Sprachassistenten-Clips oder so. Da wird viel mehr auch damit wirklich demonstriert. Ja, also wir müssen zeigen, wie geil das ist mit den Dingern und wir müssen einfach sagen, okay, so funktioniert das. Also so fragt man damit, dann antwortet das, ja, Ich und auch die glaube, Unternehmen. da widerspreche ich dir jetzt einfach mal. Yeah, erste Aus einem Mal. ganz einfachen Grund, weil momentan müssen wir zwar die Nutzer onboarden, sozusagen, ja, auch wenn viele vielleicht schon irgendwo ein Amazon Echo oder ein Google Home stehen haben, der irgendwie einstaubt. Aber die Menschen, die nach uns kommen, also unsere Kinder, die brauchst du nicht mehr onboarden. Ja, also das Onboarding müssen wir jetzt noch machen, weil wir die Generation sind, wo das Ganze launcht, wo das Ganze startet. Wir müssen diesen Umgang damit, mit der Sprache und Interaktion mit Technik noch erlernen und uns daran gewöhnen. Ja, und da braucht es auch ein gewisses Onboarding. Aber ich würde da jetzt nicht den Fokus drauf legen oder meine ganze Energie reinhauen, auch als Unternehmen oder Marke nicht, weil das von ganz alleine passiert, genauso wie es mit dem Smartphone passiert ist oder wie es mit der Da Computer. widerspreche ich jetzt, ja, da widerspreche ich jetzt dir gerne nochmal. Wir wollen ja eine kontroverse Diskussion. Bam, bam, bam. Jedes große Produkt ist mit einem fetten Launch gestartet. Ich weiß nicht, ob du in ein Unternehmen reingehen kannst und sagen, ja, in 20 Jahren werden Ihre Kunden so alt sein, dass sie das automatisch verstehen. Das heißt, wir machen jetzt ein Projekt, was sich ab in 20 Jahren amortisiert. Aber ihr müsst es natürlich 20 Jahre lang weiterentwickeln.
Warum? Hat doch mit dem Berliner Flughafen auch geklappt. Nein, kleiner Scherz am Rande. Ja, hast recht. Also in Bezug auf Unternehmen und wie ich es dort reinbringe, stimmt das absolut. Ne, da kann ich mit so einem 20-Jahres-Fenster auch überhaupt nicht argumentieren. Ne? Aber Ja. grundsätzlich, wenn ich jetzt, sag ich mal, die Unternehmen anspreche und sage, hey, du musst die Nutzer erstmal in diesen Kanal bringen, werden die mir nicht sagen, wenn da niemand ist, warum soll ich da reingehen? Wenn ich erst den Aufwand habe, die Menschen da reinzuholen. Ja gut, wir müssen halt argumentieren, warum sie, warum das Unternehmen sich besonders platzieren kann mit ihrer Marke, wenn sie Sprachassistenten bewerben. Wir müssen auch kreativer werden, wie es bewerben wird. Also ich sehe zum Beispiel immer noch nicht in Signaturen, hey, ask your assistant nach das und das. Oder wie soll ich das sagen? Auch dieses Alexa for Business ist noch nicht wirklich dick genug. Es gibt so viele Bereiche, wo ich mir denke, da müssen wir noch raus mit dem Wort, anstatt bei uns zu hakeln, wir Techies alle, wir wollen uns irgendwie verbessern und neiden vielleicht die anderen, die irgendwie noch ein bisschen geiler sind, versuchen dann selbst ein bisschen geiler zu sein. Ah, der ist zuerst auf die Idee gekommen. Es ist irgendwie noch so ein bisschen so ein Wirrwarr irgendwie. In den, aber wir müssen raus, ja, wir müssen mit den Leuten reden, die es eben noch nicht verstehen und denen sagen, was geil ist, ja, also was ist geil an meinem Bierflaschenstil Also, und dann eine Party demonstrieren ja, und keine Ahnung was und also da kann ich nur sagen, also was wir hier machen in Dresden, ich arbeite hier mit einem dann noch zusammen, ein Online-Marketer, auf botvoice.de sind wir da halt gerade so ein bisschen unterwegs, uns da mehr fürs Voice-Marketing auch zu etablieren und wir nehmen an Straßenfesten teil. Also er ist halt quasi im Coworking Space. Und das ist bei uns hier so zentral im Kraftwerk Mitte und da findet immer ein Sommerfest statt und da bauen wir immer Pavillon auf und was immer zieht, ist immer Kaffee und wir haben uns jetzt hier von Shibu die QBO geholt, Sprachsteuerung und dann stellen wir da die Geräte einfach aus und machen das einfach mal erlebbar für die Leute. Und das Krasse ist, die ganzen Senioren oder älteren Semester, die finden das total interessant. Und die Mittleren oder in unserem Alter, die sagen, geht mir damit weg, ich wollte mich nur ausspionieren und solche Sachen, das finde ich total krass irgendwie. Aber das sind so Punkte, wo man einfach mal rausgehen kann und es einfach mal erlebbar machen. Ne? Also was bedeutet Smart Home, was bedeutet Voice Search oder ja, Voice Home auch. Und das kann man einfach mal machen. Ne? Und ich denke, also es ist immer sehr interessiert dann auch. So. Ja, komm, machen wir mal Futter bei Fische, drehen wir mal so ein bisschen ab. Wir reden davon die ganze Zeit irgendwie Voice Search, man kann dann per Stimme suchen und kriegt auch irgendwelche Ergebnisse. Wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich aus meiner, wenn ich eine Internetseite habe, wie mache ich da jetzt etwas, was dann über Voice Search gefunden wird? Also der größte Fehler meiner Meinung nach ist, dass man immer noch so in dieser klassischen Texterdenke ist und ja, man, sage ich jetzt mal so, ich sag mal im Marketing-Sprech, die Leute mit seinem Content betüdeln möchte. Und das war auch bei meinem, das war so ein Ayurveda-Skill, den ich da gemacht habe, das war auch relativ, Ach, deswegen ja. hast du so schöne Haut, okay. So schöne Haut, naja. Ja, also die haben halt wirklich krasses Wording eben auch und sind immer auch wirklich auf dieses Marketing-Sprech aus. Und ich so, Leute, wenn wir da jetzt eine ellenlange Begrüßung machen, da haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Ne? Also allein von den Texten her müssen wir umdenken, dass es mehr natürlicher klingt. Auch, also, dass es halt mehr ein Gespräch wird. Ne? Man sagt ja auch, also, es war mal so ein Schlagwort, mal irgendwie. Zu den Web 2.0-Zeiten, Märkte sind Gespräche. Das passt hier wie die Faust aufs Auge. Und so müssen wir genau auch den Content dementsprechend anpassen. Und ich würde jetzt auch nicht darauf abwarten, dass Google da großartig der Platzhirsch wird oder so. Oder auch auf Amazon, dass es da irgendwie eine Suche gibt oder ein Ranking. Nein, wir müssen jetzt schon, sage ich jetzt mal, die Skills dementsprechend der Äußerung der Nutzer anpassen. Also ich bin jetzt auch dazu übergegangen, ich habe zum Beispiel mit meiner Tochter zum Beispiel den Skill, was soll ich malen, gemacht. Ja, weil ich halt die Erfahrung habe als Vater, kommt halt immer meine Tochter an und fragt mich, ja, was soll ich denn heute malen? Und das kam immer öfters. Ne? Und irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, fragst du mal die gute Tante hier, die gibt dir deine Malidee und dann kannst du das einfach malen.
Also heißt der Skill nicht der Mal-Skill oder der Malberater, sondern was soll ich malen? Eine ganz natürliche Phrase quasi als Skillname und das Ding wird sofort erkannt dann auch im Idealfall also, von Alexa. Letzten Endes müssen wir umdenken vom Bildschirm zum Ohr, genau. Zur Stimme. Und das bedeutet, diese ganze riesige Texterei muss ich in eine Tonne hauen und muss auf Basis von dem, wie ich spreche, wie ich rede, meine Inhalte versprachlichen. Richtig. Ja, Robert, eigentlich ist das ja genau das, womit du dich auseinandersetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz du genau. Machst du das Internet per Sprache erlebbar. Genau, das ist es. Du musst doch die Antwort jetzt geben, Robert. Nein, aber ich kann vielleicht an der Stelle eine kleine Hilfe geben, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich vermute mal, da ihr beide ja auch tief in dem Thema seid, habt ihr das schon gesehen? Und zwar gab es schon Ende 2017 von Google die Evaluation of Search Speech Guidelines. Habt ihr schon mal was davon gehört? Das ist dieses Speakable-Dings? Nein, das ist ein Markup, das ist was anderes. Diese Guidelines, die werde ich euch auch mal posten. Ja, das wäre gut, ganz gut, ja. Weil das sind quasi Guidelines, nach denen Google sich gesagt hat, danach identifizieren wir sprechbare Inhalte. Ah, ja. Okay, cool. Ja. Inwiefern die umgesetzt wurden bisher, weiß keiner. Da es keine speziellen Voice-Ranking-Faktoren gibt, weiß man auch nicht, ob diese Guidelines irgendwo greifen oder nicht greifen. Vielleicht werden sie es, vielleicht gibt es mittlerweile auch andere interne, die irgendwie gehandhabt werden. Ja. Aber ich finde, zur Sprechbarkeitsmachung von Inhalten sind diese Guidelines schon mal ganz gut. Ja, weil da drinnen wird definiert, wie lange darf ein Satz sein, wie lange darf er dauern und so weiter und so fort. Das ist zwar alles noch viel, viel zu klein, viel zu kurz gefasst, ja, weil Sprache viel komplexer ist, aber es ist ein erster Ansatz und den hat Google bereits Ende 2017 geliefert. Mhm. Und auch hier wieder der Punkt, keiner der SEO-Vermarkter oder allen, die irgendwie SEO und Voice Search machen, hat auch nur im Ansatz irgendwo diese Guidelines mal angemerkt. Niemand. Was ich extrem verstörend finde. Ja, ja, das Ding ist ja auch, die haben alle Schiss, meiner Meinung nach. Die wissen schon, was da auf die zukommt. Die wissen aber auch, dass sie da nicht mehr großartig viel Handhabe haben. Mhm. Da müssen sie ja mal wirklich irgendwie was liefern, sage ich jetzt mal, was weniger, ja. Von wem das redest ist halt du? Nicht so skalierbar. Ne? Von wem redest du, Sami? Von klassischen SEOs. Ach, die SEO-Leute, okay. Ja. Genau. Also ich würde jetzt auch sehen, diejenigen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die haben schon so viele Dinge zu tun, dass wenn du denen ein neues Thema aufbürdest, dann freuen die sich, juhu, jetzt darf ich auch noch Voice machen. Ja. Wahrscheinlich auch so eine Sache, ne? Definitiv. Ne? Aber ich meine, ich habe ja auch ein paar Kontakte zu diesen ganzen SEO-Tool-Anbietern und das fand ich letztes Jahr auch ganz putzig, da hat ein bekannter SEO, der Malte Landwehr, eine Studie über Voice-Assistenten gemacht, aber ohne Alexa, hallo? Das ist wie eine Smartphone-Studie ohne iPhone. Das geht doch nicht, das passt doch nicht. Das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte bei diesen ganzen Studien, die es da gibt. Ja? Also, die verstehe ich ganz ehrlich alle nicht, weil die überhaupt diese Unterscheidbarkeit zwischen Voice-Only und Multimodal erstmal schon überhaupt nicht betrachten. Und es geht dann immer nur um Fragen und Antworten. Um Kontext oder Intens geht es gar nicht. Genau. Ne? Oder auch um die Komplexität von Sprache, so von wegen mit Folgereferenzen, Querreferenzen und keine Ahnung. Ja. Deswegen erwähne ich die auch fast schon nirgendwo irgendwo mehr, weil da kommt immer wieder eine neue große Studie und so von wegen, ja, 80% der Fragen wurden richtig beantwortet. Also mein Reden, mein Sprechen, meine Dialoge, meine Interaktion im normalen Leben, auch mit Maschinen, besteht auch nicht aus Fragen und Antworten. Das Ding ist ja, Voice Search oder Voice Assistenz ist eigentlich der bessere Begriff. Es ist eine Assistenz und da will ich nicht einfach nur ein nacktes Faktum haben, sondern ich will ein Problem gelöst haben. Und da ist mir das erstmal komplett egal, ob die Lösung jetzt im Moment bei Google auf Platz 1 oder auf Platz 100.000 steht. Sondern das soll eben mein Anliegen erstmal lösen. Das heißt genau, doch aber, dass. Das sind diese Micro-Moments, von denen ja auch Google spricht. Dieses Platz 1 ist ja
super individuell. Es gibt ja dann eigentlich gar keinen Platz 1 mehr, weil jeder Mensch hat dann ein eigenes Platz 1. Das oder? Ist ja jetzt schon faktisch schon so, wenn ich allein in der Local Search das sehe. Ne? Also ich kriege in Dresden, wenn ich hier zum Beispiel nach einem Kieferorthopäden suche oder nach einem Zahnarzt, kriege ich ja halt nur Zahnärzte aus Dresden und dann auch nur die Zahnärzte, die mir am naheliegendsten liegen. Also zumindest in dieser Map. Und allein da sieht man es auch schon. Wenn ich nur meinen Standort allein um 2 Kilometer nach rechts oder nach links verlege, habe ich schon ein ganz anderes Ranking im Mobilen jetzt. Also da fängt es ja schon an. Na, also das ist sowieso eigentlich Quatsch. Ja. Du sagst so Quatsch, da beißen sich jetzt ganz viele auf die Lippen wahrscheinlich. Und wenn die ich weiß. Ich verdiene damit auch sogar mein Geld, aber das ist... Aber schön provokativ. Ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich auch nicht sehr unumstritten in der SEO-Szene, weil ich so bin, wie ich bin. Das ist so. Aber das ist genau das, die Sichtweise, die wir brauchen. Weil ich merke das ja auch gerade in so Smart und bei Smart Assistant, Smart Voice, diese, ist ja auch so eine Szene und Branchenstand. Und da sind immer alle glücklich, da freuen sich immer alle. Ach, ich habe hier und mir geht's toll. Und da irgendwie nimmt man kritische Stimmen da gar nicht wahr. Ne? Oder wenn man mal hinterfragt, so, ja, kann denn das stimmen? Aber das ist, ne? Das nimmt man da fast gar nicht wahr. Im Moment ist immer alles so richtig schön rosa. Und das ist natürlich realitätsfremd. Ne? Und ich denke, das wird auch einigen dann auch später wieder auf die Füße fallen. Ne? Aber gut, nichtsdestotrotz, also Voice Search, ja, ich denke mal, das ist eines der Schwerpunktthemen, wo alle viele herkommen, gerade aus dem Bereich SEO, wo auch viele Marketer sich drauf stürzen, weil sie da natürlich auch ihre Umsätze haben. Betrachten wir das jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft, weil uns läuft die Zeit davon. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde dabei. So schnell geht das. Denken wir jetzt mal weiter in 5 Jahren. Wo sind wir da? 2024 ist meine Antwort. Das war jetzt feige. Also ich hoffe, dass ich dann mal schon meine erste Weltreise hingelegt habe, weil also, ich dann genügend Umsätze mit Voice Search gemacht habe. Genau, also ich würde erstmal davon ausgehen, dass es bis dahin analytisch dem Suchvolumen mehr oder weniger Sorge getragen wird. Also dass Google rausrückt, wie viele Sprachsuchen es gibt, welche Sprachsuchen es gab und zu welchen Ergebnissen das entsprechend führt. Dass erstmal viel mehr Transparenz darüber herrscht, was bedeutet Sprachsuche, wo wird per Sprache gesucht, also auch die Kategorisierung, die du eben genannt hast, Robert, es hört da ja nicht auf, also es ist mit modal oder nicht modal, du kannst ja auch irgendwie auf das Mikrofon tippen bei Chrome und einmal macht er einfach nur Text-to-Speech und macht da eine Google-Suche, das nächste Mal verwendet er dann Google Assistant und dass da erstmal viel, viel mehr Transparenz nach außen ist, dass entsprechend die viele Suchanfragen schon gar nicht mehr irgendwie von den Webseiten beantwortet werden, sondern dass das einfach völlig klar ist, wenn ich nach irgendwas Bestimmtem suche, lande ich automatisch bei YouTube, wenn ich an meinem Google Home Hub suche oder so. Ja, oder allen Leuten ist sofort klar, ich kann gar nicht gefunden werden mit meinem Blog, weil niemand will einen Text lesen, sondern es wird sofort auf den Podcast verwiesen zum Beispiel. Ja, also dass noch viel mehr klar ist, so dieses erstmal eine Struktur ist, dass wir haben viel mehr Begrifflichkeiten, wir haben viel mehr Klarheit, es wird viel mehr Spezialisierungen geben in den unterschiedlichen Bereichen, also so wie wir jetzt vielleicht bei den SEO-Leuten Local SEOs haben oder du kannst es besser für den ganzen, wenn wir dann auch im Voice-Search-Bereich nur noch unterschiedliche Spezialisten haben, die dann dafür da sind, hey, wie werde ich mit meinem Skill gefunden? Wie ranke ich meinen Skill? Bis jetzt ist das immer all in one. Ja, man hat so Agenturen, die Spezialisierung wird noch viel, viel breiter werden. Und ja, ich gehe fest davon aus, dass es auch, wie ich gefunden werde, viel transparenter wird. Ja, ich gehe davon aus, dass es Speakable tatsächlich irgendwie Verwendung findet. Und dass einfach viel mehr Klarheit ist, wann eine Suchanfrage von welcher oder warum die Antwort bei einer Suchanfrage gegeben wurde. Sagen wir so. Das ist ein schöner Satz. Warum wurde diese Antwort bei einer Suchanfrage
begeben bei einem Emittenten. Da glaube ich derzeit gar nicht dran, weil Google macht da ein riesengroßes Geheimnis drum, warum jetzt ein Ranking so stattfindet, wie es stattfindet. Und deswegen gibt es ja eine riesengroße SEO-Branche, die halt mit Reverse-Engineering-Techniken versuchen, da das Ranking nachzubilden. Also denk mal 5 Jahre weiter. In 5 Jahren haben wir vielleicht sogar schon die ersten Gedankensuchen. Jetzt drehst du ab. Nein, ich meine, so ein Elon Musk hat da jetzt gesagt, irgendwie, ja. Da kommt demnächst was Neues mit seinem Neuralink. Und es gibt auf Amazon gibt es tatsächlich schon so ein BCI, also Brain Computer Interface, für $500 zu kaufen. Von Emotive heißt es. Und damit kann man halt schon per Gedanken Sachen steuern und auch Sachen eingeben. Die ersten Prototypen, denke ich schon, dass sie dann rauskommen. Und dann haben wir wieder eine ganz andere Geschichte. Okay, auch an der Stelle wieder ein Einwurf von mir, weil da bist du auch wieder so ein bisschen bei meinem Thema. In der Tat hast du da recht und ich glaube auch daran, dass es in ein paar Jahren für uns die Möglichkeit besteht, innerlich zu sprechen. Und da gibt es auch einen sehr interessanten Artikel zu, den suche ich euch gerade raus. Und weil, wenn wir innerlich sprechen, haben wir dieselben Hirnmuster, als wenn wir mit dem Mund reden würden. Ergo brauchen wir mit dem Mund gar nicht mehr reden, sondern nur noch innerlich reden. Und damit bekommen wir dann quasi Anwendungsfälle gebacken, in denen wir normalerweise gar nicht reden könnten, weil es zum Beispiel viel zu laut ist. Oder weil gerade jemand zuhört, der nicht zuhören darf. Oder wir Klarinette spielen. Aber auch da wird die natürliche Sprache auch sehr wichtig sein. Ja, weil wir ja in Sprache denken, also in gesprochener Sprache eigentlich. Ist es vielleicht ähnlich zu sehen wie jetzt Chatbots und Voice-User-Interfaces, die unter Umständen ähnlich ticken können? Also ob jetzt das Interface Sprache ist oder getippt und damit entsprechend das weitergeht, ist ja im Grunde, kann ja sehr ähnlich sein. Ja, so hier ist Sami's anderer Meinung, Äußeres. Hier der Link dazu, könnt ihr euch gerne mal einrufen. Sehr interessant, innerliches Sprechen und durchaus für mich also eine realistische Möglichkeit, in ein paar Jahren damit auch ja, arbeiten zu können oder dass es gar am Markt verfügbar ist. Ja. Ah ja, kann man Sprache aus dem Gehirn auslesen. Ist vielleicht gar nicht so gut, ne? Ja, das ist halt, das ist halt wirklich... Ja, wenn die Privacy jetzt Technologie, schon ein Problem ist. Wir haben gerade, das ist wirklich, man muss das wirklich kritisch hinterfragen, ob wirklich unser System, also politisches System, was wir da haben, da noch wirklich das Passende ist. Sind wir da wirklich vor totalitären Regimen geschützt mit unserem System? Okay, bevor wir da ganz anderes. Das in solche Themen abgleiten, lass uns bei der Voice Search bleiben. Vielleicht jetzt auch nochmal die letzten Minuten nochmal einen Schritt zurück. Ja, momentan ist eine Voice Search, ich gebe per Sprache gesprochen etwas da rein. In der Regel entspricht das nicht irgendwelchen Schlagworten, sondern ganzen Sätzen. Ja, und wenn ich jetzt Unternehmen bin, frage ich mich natürlich, wie kriege ich denn diese Sätze, diese Sprache gestaltet? Da haben wir vorhin schon mal kurz versucht, mal drauf zu kommen. An wen muss ich mich wenden, wenn ich das will? Sami, du hattest vorhin ein bisschen so erklärt, so die Inhalte müssen anders gemacht werden. Und die Marketing-Texter irgendwie können das nicht. Also das heißt, wo gehe ich damit hin? Was mache ich jetzt? Was stelle ich damit an mit meinen Inhalten, wenn ich die sprechbar haben will? Ja, das ist schwierig. Also es gibt da tatsächlich ja, vielleicht irgendwie jemand, der Drehbücher schreibt. Ne? Also Drehbuchautoren sind da für mich die natürliche Ansprechpartner, meiner Meinung nach. Okay, also jetzt welche Profession oder wie? Ja, also wenn man jetzt so ad hoc was sagen müsste, würde ich sagen, ein Drehbuchautor wäre jetzt der perfekte Mensch, um halt so eine Dialog-Marketing-Maschine zu designen. Ich kenne viele Voice-User-Interface-Designer, die Linguisten sind. Ja, ja klar. Ich denke, das kann jeder, der mit Sprache arbeitet, kann sich da reindenken. Es gibt wunderbare Guidelines da auch von Google und Amazon online, wie man so ein Gespräch, so eine Konversation eben gestalten sollte. Muss ich an der Stelle widersprechen. Das stimmt zwar irgendwie, das sind schon so Anleitungen, die das irgendwie einrahmen und einfassen, aber was da empfohlen wird oder wie das da gestrickt wird,
hat mit natürlicher Sprache und natürlicher Kommunikation sehr, sehr wenig zu tun. Was meinst du? Was meinst du? Typisches, Also typisches Beispiel. Niemand, wenn wir beide uns unterhalten oder wir drei, niemand wird dem anderen einen Hinweis geben, wie er zu reden hat. Ja, solche Themen zum Beispiel. Ne? naja, willst du jemanden in die Sackgasse laufen lassen, wenn du nur fünf verschiedene Fragen beantwortest? Ja, das ist das, was mich gerade bei Amazon total anpiept, bei der Zertifizierung von irgendwelchen Sachen. Dann bleibt der Skill offen und das bemängeln die, weil ich ja keine Frage stelle. Möchtest du jetzt das oder das? Normalerweise ergibt sich das direkt aus dem Kontext, dass der Nutzer dann was antwortet, aber nein, man muss doch wirklich eine Frage wirklich wortwörtlich auch stellen. Ja, ne, also so als Beispiel, um das mal eingeschmissen zu haben. Anderes Beispiel ist Navigation. Da wird auch ganz oft empfohlen, so von wegen, wie Navigation abgebildet werden muss. Meiner Meinung nach kann es in Sprache so etwas wie Navigation nicht geben. Du kannst einen Menschen nicht dazu bringen, etwas Bestimmtes zu sagen. Das heißt, man muss Nee, eigentlich das auf wird sich. Basis, man muss auf Basis von Filtern agieren, dass man einfach sagt, okay, was wurde da gesagt und jetzt, wie finde Ja, ich da welchem Slot entspricht es ganz quasi? genau Welche Informationen habe ich schon? oder Welche welchem Skill brauche ich noch? entspricht es? Und solche Geschichten. Also ich glaube, du hast zwar recht, dass da sehr, sehr viel vorgegeben und empfohlen wird, aber meines Erachtens sind ganz viele Dinge davon einfach falsch, weil sie einfach nicht der Natürlichkeit der Sprache entsprechen. Ja, also du kannst dich jetzt dran aufhängen, Robert, dass da nicht alles hundertprozentig stimmt. Auf der anderen Seite sind trotzdem viele Ratschläge drin, die auch dem jetzigen Stand der Technik, und du willst ja auf die Gegenwart zu sprechen kommen, auch einfach entsprechen. Und ja, es kann immer besser werden. Und die werden das auch überarbeiten. Und wenn tatsächlich irgendwie Compound Complex Questions immer mehr auch gesprochen werden von den Nutzern, wenn die sich dran gewöhnt haben, halt auch, keine Ahnung, Sätze mit fünf verschiedenen Parametern irgendwie zu sprechen, dann sind wir wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Jahre weiter, aber dann können wir das vielleicht auch schon mit unseren Voice-Apps abfangen. Ja? Also wenn wir von der Gegenwart reden, sind das wahrscheinlich Guidelines für die Gegenwart, Robert. Schön gesagt. Naja. Also ich denke, dass die also die Dialogfähigkeit von zumindest bei den Alexa-Skills zunehmen nehmen wird und ist eigentlich relativ auch schon gut gelöst und so. Also es gibt auch schon eine gewisse Persistenz halt, dass sich der Skill halt auch schon was merken kann, was ich im Vorfeld gesagt habe, dass es auch schon im Kontext gebildet wird. Das ist ja schon natürliches Sprechen. Also schon, wenn ich jetzt hier an meinen Kalorienzähler jetzt hier gerade denke, den ich gerade in Entwicklung habe, da habe ich diese Persistenz im Dialogmodeling eingebaut, quasi, dass der halt zurückgreift, was habe ich davor gesagt. Und zum Beispiel kann man jetzt hier fragen, hier, wie viele Kalorien haben Spaghetti? Ne? Und dann sagt er, ja, typische Portion hat so und so viel, soll ich die jetzt hinzufügen? Dann kann ich zum Beispiel Nein sagen, rechne jetzt aber mal mit 300 Gramm und dann rechnet ihr das um. Also der merkt sich das halt schon. Also das ist schon relativ natürlich. Nur was halt wirklich im Moment so richtig blöd ist, teilweise sind halt diese Guidelines, die man da erfüllen muss halt für die Zertifizierung, dass halt wirklich, wenn der Skill offen bleibt und man weiß eigentlich, okay, der Nutzer, der weiß auf jeden Fall, dass er was sagen soll, ne? Und dass man da aber trotzdem noch diese Frage stellen muss. Und das ist total nervig. Und das ist halt, weiß ich nicht, das sind US-Großkonzerne, die sind ähnlich bürokratisch wie ein deutsches Amt auch. Oh, jetzt übertreibst du aber. Ja, ich Ja. denke, ja, also es wird, denke ich, noch so eine Phase geben, wo wir so wie in den 90ern wirklich erklären müssen, www.website.com, so ungefähr, müssen wir jetzt auch noch so eine Art Sprache lernen. Wir wissen, was ist ein Browser, was ist ein Intent, warum hat das gerade nicht funktioniert, weil du in einem Skill bist und keine Ahnung was. Also ich denke, wir müssen momentan einfach noch diese Sprache verbreiten. Aber natürlich zukünftig, wenn sich viel mehr Leute daran gewöhnen, wenn deine Kinder endlich groß sind, Sami, dann wird das alles ein anderes Thema sein. Denke ich auch. Ja, wir sind eine Stunde schon dabei. Unfassbar, wie schnell sowas immer geht. Ne? Ich will das auch gar nicht länger machen, weil die Zuschauer selber eine Stunde zugucken, bis da selbst, ist schon verdammt viel. Ja? Und ich hoffe, wir können die Leute dann trotzdem in dieser kleinen Diskussion hier bannen.
Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich würde euch gerne zu anderen Themen dann gerne wieder einladen, wenn ihr das wollt und mögt. Und ich glaube, das ist recht interessant. Wir brauchen diese Diskussion, weil wir halt eben noch ganz viele offene Fragen zu beantworten haben und noch ganz viel zu tun haben an der Stelle in vielen Bereichen. Voice Search ist eine Baustelle davon, ja, und da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Wir können alle nur voneinander lernen. Daher schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, streut das Video über eure Kanäle. Wir werden das auch tun entsprechend. Und ja, jederzeit einfach mal untereinander austauschen, Kontakte aufnehmen. Ich selber bin als Speaker momentan viel unterwegs. Ihr werdet mich auf vielen Veranstaltungen treffen oder halt eben auch online über Artikel und so weiter oder solchen Veranstaltungen wie jetzt hier diesem Smart Voice Panel. Nächsten Monat wird es dann wieder was geben. Thema weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wen ich noch so im Petto habe. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Die Aktion kann auch von euch ausgehen. Ich fände das toll, wenn da einfach mehr passieren würde. Und momentan passiert ja schon sehr viel. An der Stelle vielen, vielen Dank nach Zypern, ins schöne, sonnige Zypern. Dafür bist du nicht braun genug übrigens. Ach du, das ist mein Hautteint. Ja. Ja, und lieber Sammy, vielen Dank, dass du da warst. Ne, und danke dir fürs Organisieren, Robert. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.